Tabellenschlusslicht Zapperfeher war Alba Wohlan 19, empfängt Tilia Olympia Ljubljana und die Ungarn erwischen den besseren Start in die Partie. Christian Palkovic prüft Matja Pinteric im Tor der Slowenen. Dann aber der Gegenstoß der Slowenen. Tomi Mustonen prüft Tomi Satosari im Tor von Fehervar. Die Ungarn setzen aber frühe Akzente. Balázs Ladany nach Co-Produktion mit István Schofre und das 1:0 in der 11. Spielminute. Ladanys vierter Saisontreffer. Dieser Tonart, nämlich mit Angriffen der Ungarn, geht es auch weiter und die Teufel freuen sich hier über ein vermeintliches Tor. Bleibt aber nicht dabei, denn vorher gab es eine Strafe. Dementsprechend geht es mit dem 1:0 auch in das zweite Drittel. Das Tabellenschlusslicht dann auch mit dem besseren Start in den zweiten Spielabschnitt. Christian Palkovic prüft Matja Pinteric, der legt sich zur Sicherheit auf die Scheibe. Dann die 37. Spielminute. Schneller Pass von István Schofron auf Marton Vas, der mit seinem vierten Saisontor und der 2:0-Führung für die Heimmannschaft. Dann aber zur Abwechslung ein Entlastungsangriff der Slowenen. Bostjan Golicic scheitert an Tomi Satosari. Satosari ist es auch, der in der nächsten Szene im Mittelpunkt steht. Schneller Pass nach vorne. Marton Vas zieht ab und besorgt das 3:0 in Minute 39. Bedankt sich auch artig bei seinem Assistgeber im Tor. Headcoach Hanno Järvenpää naturgemäß weniger freut über den 3:0-Rückstand, aber seine Mannschaft kommt besser ins Spiel im dritten Spielabschnitt. Igor Svetek mit dem 3:1 in der 44. Spielminute. Dann aber Chancen für Fehervar im Minutentakt. Beste Möglichkeiten wie hier durch István Schofron werden aber nicht genutzt. Matja Pinteric hat großen Anteil, dass seine Mannschaft nicht weiter im Rückstand ist. Dann die 49. Minute. Žiga Pantze überrascht Tomi Satosari im Tor der Ungarn. Das 3:2. Lajos Enekes, der Interimstrainer von Fehervar, befürchtet Schlimmes, aber seine Mannschaft soll ihn nicht enttäuschen. Marton Vas in Minute 55 mit dem 4:2. Sein dritter Treffer des Tages. Und Marton Vas an allen Toren der Ungarn beteiligt und somit der Mann des Tages beim 4:2 Heimsieg der Ungarn. The difference tonight, der Unterschied heute war, dass wir individuelle Fehler gemacht haben, die uns dann das Spiel gekostet haben. Aber ich muss zugeben, ihr Goalie Tomi Satosari hat wirklich gut gespielt. Tomi Satosari, he played really well. Das war ein sehr wichtiger Sieg. Die Jungs wollten den Sieg heute einfach mehr. Im letzten Spiel haben wir nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, aber heute hat einfach alles geklappt für uns.